Hörer, Sie sind hier bei uns auf dem Hof in Lessenich. Die Welpen sind am 17. Oktober geboren. Vor November, aber ist egal. Nee, geboren sind sie im Oktober. Und bei dem Wurf haben wir leider ein bisschen Pech gehabt, oder sehr viel Pech gehabt. Die Mutter ist bei diesem Wurf leider verstorben. Und so blieb uns nichts anderes übrig, als wie die Welpen mit der Flasche großzuziehen. Und das haben wir im Familienbund, haben wir das gemacht. Vor allen Dingen unsere Enkelin Christiane, Anna, war daran stark beteiligt. Die hat auch den Part des Spielens mit den Hunden übernommen. Es war für uns alle natürlich sehr viel Arbeit. Wir haben dann die 80%, die normalerweise die Mutter macht, haben wir übernommen. Die ersten zwei Wochen wurde alle zwei Stunden gefüttert. Können Sie sich vorstellen, dass wir nachts auch mehrfach aufstehen mussten. Aber wir haben das sehr gerne getan, weil wir eine tolle Mutter hatten und wie es an den Hunden sehen. Gestern war der Vater auch hier, auch aus einer sehr guten Linie, der sogar im nahen Ausland und auch sogar in Russland Junge hat. Deswegen haben wir das auch so gemacht. Der Vater und die Mutter sind Jagdhunde, ne? Ja, ja. Das sind Jagdhunde, Deutsch Strata. Das ist eine der Rassen, die bei der Jagd hier in Deutschland am meisten geführt werden, weil es sehr führige und auch robuste Hunde sind. Das Muttertier hieß wie? Und das war die Donna, die hat den ersten Wurf bekommen und war 4 Jahre alt und ist dann leider verstorben. Die hatte sogar noch 4 Welpen mehr, ja, ne? Nach der Geburt gestorben und einer ist tot geboren. Ja. Und haben die alle schon Namen, die Kleinen? Ja, das ist mein... Wollen wir noch mal rübergehen und gucken, wie die alle heißen? Das ist der zweite Wurf, den ich ziehe. Dadurch ist es ein B-Wurf, Namen der Hunde müssen alle mit B beginnen. Und da haben wir den Blitz, da läuft der Ben, Bella, Boomer, Brownie, Bijou. Wie viel haben wir? 4, 6? Ja. Wie viele Rüden und wie viele Hündinnen sind wir dabei? Wir haben 4 Rüden und 3 Hündinnen. Ja, und eine Hündin wollen Sie auch selber behalten? Ja, das ist da die Bijou da hinten, die da gerade läuft. Warum gerade die? Ja, wir haben ja nur 3. Die Braune ist nach Holland verkauft. Und die kleine Schwarze wollte auch jemand haben und eine andere haben. Und da blieb Bijou für uns noch. Die haben wir auch vom rein züchterischen, ist die auch sehr wertvoll. Warum? Ja, weil die auch sehr, sehr korrekt ist, im Gebiss korrekt. Da haben wir auch die Chance, dass es eine Zuchthündin gibt. Wollen Sie auch? Ja. Ja. Was kosten so Welpen, wenn man die kauft? Das sind deutsche Strata? Deutsche Strata, die werden, weil unter Jägern werden die... nicht so hoch gehandelt. Die werden so zwischen 750 und 1000 Euro werden die gehandelt. Ja. Und die haben dann volle Papiere auch? Ja, ja. Sie sind selber Jäger? Ich selber bin nicht Jäger, aber ich habe schon Deutschstrata seit 30 Jahren. Ist denn sowas Schlimmes schon mal passiert, dass eine Hündin bei der Geburt... Das passiert bei Tieren häufiger, ne?
Aber alle zwei Stunden so ein Fläschchen, das war ja richtig Arbeit. Da, ne, kann, oder? Ich, da kann ich Ihnen sagen. Da mussten Sie ja die Nacht na, über aufbleiben. Ja, da, ne? haben wir das Rennen gemacht. Wir haben ja da die jungen Hunde mit ins Haus genommen, haben da eine Wurfkiste gehabt. Ja, und dann mussten wir uns da die Zeit um die Ohren schlagen. Alle zwei Stunden in der Nacht? Ja. Haben Sie sich mit Ihrer Enkelin dann abgewechselt? Ja, und hier, die Oma war mit die häufigste, die geholfen hat. Ja, schön. Und sind, wie war das jetzt? Sind alle vermittelt? Oder ist nein, ich, drei Rüden sind noch zu haben. Also der da, der da gerade aussteht? Der ist noch frei. Wie heißt der? Der Blitz ist noch frei. Dann ist der hier. Der Braune. Das ist Brownie. Ist das der einzige Braune? Nee, da ist eine Hündin, die ist noch braun. Ach, die zwei sind noch frei, ne? Ja. Oh, schau mal. Ja. Dann komme ich die Moin holen. Du bist ein kleiner Räuber. Komme ich Moin vorbei. Gut, bedanke mich. Du bist ein kleiner Räuber. Ja, weißt du, ich dachte, da hat doch ja nichts für dich. Ihr habt doch nichts für dich. Und bis wie viele Wochen haben die das Flechten jetzt gekriegt? Vier Wochen. Und jetzt? Jetzt bekommen die ein spezielles Welpenfutter. Das wird mit Wasser aufgelöst. Und da geben wir dann noch Milch dazu. Am nächsten kommt der Muttermilch, Ziegenmilch, die nehmen wir dann dazu. Und wie oft am Tag werden die gefüttert? Viermal. Die werden morgens um 6, 11 Uhr, 17 Uhr und 23 Uhr wieder gefüttert. Und der Vater, haben Sie gesagt, ist auch ein ganz... Der Vater, der steht ja nicht so weit von hier. Der gehört dem Herrn Oberem aus Lommersum. Das ist der Palfi, ein ganz hochprämierter Zuchtrüde, der schon Nachkommen in Holland, in der Schweiz, in Amerika, sogar in Moskau ist ein Welpe von dem hingegangen. Ja. Und das ist ein sehr großarmiger, edler Rüde, der aber besticht durch sein ausgeglichenes Wesen und dann jachtlich sehr begabt ist der Hund. Wollte denn der Eigentümer von dem Rüden auch? Bekommt er auch einen Welpen? Nein, nein, der bekommt keinen Welpen. Wollte der nicht? Da wurde eine Decktaxe bezahlt und fertig. Wie hoch ist denn so eine Decktaxe? Die Decktaxen, die hat 500 Euro gekostet. Ja, und wer ist das hier? Ah. Das ist Blitz. Der Rüde, der auch noch nicht das vermittelt ist, der Rüde. Ist, ne? Das Blitz. Ach, die wird man ja am liebsten alle behalten, ne? Ja, nur wir können die nicht alle behalten. Was meinen Sie, was das in vier Wochen, wie die abgehen? Matthias, komm, wir geben jetzt die Milch, ja? Ja. Ja, können wir gerne mitkommen? Kommen Sie nochmal zusammen. Ja? Dann bin ich nach deinem Haus gesucht. Ja, nicht. Wenn hätte ich auch nur eine Hündin genommen. Ja. Aber die ist die Mensch. Na, das ist ja, komm. Die kriegen richtig. Ja, genau. Guck mal, die Hunde, komm. Na, komm. Ja,
Ich kann noch was gucken. Lass mir hier noch was drin. Nein, nein, geh mal rein. Geh mal gucken. Komm, geh mal nach rein. Da musst du hin. Guck mal da. Da musst du hin. Ja. Das sind die Ehe. Fünf. Kommt die Hunde, komm. Wo ist denn noch wer? Hier, komm hier, die Hunde. Komm, da komm. Hier, ja. Becker. Wer willst du da vor? Alle sieben da. Alle sieben sind da. Da haben sie. Bringen Sie mit. Sind alle da. Ja. Guck nicht einer hoch. Klappert? Nee. Guck nicht einer hoch. Nee, die saufen jetzt. Die müssen so Menschen wachen. Also das ist doch schön. Jetzt abwischen sie doch mal. Gut. In der Porterin ist doch nicht schön. Jetzt müssen wir am Start vielleicht. Sobald es leer ist, dann geht er wieder ab. Matthias. Hey, komm mal her, warte mal, wir machen das anders. Komm mal her, einmal so und einmal so. Ich werde noch zum Hundehaus, ne? Hey, die zwei dicke Schuhe. Ah, guck doch mal hier. Aber die. Komm her. Guck mal, hier. Komm her, mein Freund. Komm. Na komm. So, ich muss aber so weit gehen, ne? So lange können wir nicht warten, ne? Lass es mal auf dem Boden. Nee. So lange können wir nicht warten. Komm her, lass es mal auf. Nee, der will sie auf der Boden machen. Na komm her. Hallo. Die Fahrt hier. Oh ja, da geht er weit. Ich komm, ich hab Schuhe danach an. Ich bin schon wieder alleine. Können Sie mal mithelfen, dass ich nicht geht? Wir machen das. Vielen Dank. Haben wir fünf, ne? Ja. Das ist kein Dickerchen hier. Ja, was ist denn? Fünf, dann haben wir fünf, ne? Fünf haben wir. Die anderen zwei sind wieder ungefähr. Wenn es gleich soweit ist, alle weg und ich mach die schnell. Das krieg ich hin. Ja. Ja, komm her. Ja. Ja, was ist? Ja, versuch du.
Kopf, das ist mal schön. Haben Sie noch ein anderes Bild von der Rinde? Nein. Haben wir nicht mehr. Haben Sie noch ein Bild? Bitte? Sie noch einen Computer? Ja, da, nee, das hat die Tochter, die hat das auf dem Handy. Und die hat das Handy aber mit in der Schule. Kann ich das nachher schicken? Ja, können Sie, muss ich dir sagen. Okay. Das wird nachher haben. Gut. Wo sind die mit der anderen zwei? Ja, der eine, das Gabi hat die. Wie viele sind denn jetzt? Sechs? Komm. Nee, fünf haben wir hier. Ich muss vorankommen. Die Creme ist nämlich hier alles. Das sind ja, hör mal, nicht? Ne? Ja. Hätten wir besser mit der Milch direkt gemacht. Da wäre Tutti besser. Ne? Hier mal. Hör mal. Die Christi haben die Bier nicht eh alle, wenn die nicht dumme jetzt. Dumme 6., 7. sieht man nicht. Doch, sieht man wohl. Da hat doch einer noch einen Arm. Ja, ja. Ey. Arme Tierchen, ne? Die mit euch hier machen, ne? Ihr armen Tierchen. Erzählt uns mal was hier. Ja. Erzählt uns mal was. Ja. Komm her. Ja. Ja, ne? Ja. Ihr armen. Das ist so Wort. Das ist weg. Ja, lass uns das für mich und dann geht's. Ja, was denn? Ja, was denn? Ach, tut doch keiner. Ja, was denn? Komm mit mir. Ja, die werden wie habt ihr denn? Ja, das kommt. Komm schnell. Ja. Wir halten immer lang still, wir müssen fix machen. Setz sie dabei und dann machen wir. Nichts anderes. Na klar, sie in ihrem jugendlichen Leib. So, und jetzt auf drei, alle Erwachsenen weg. Eins, zwei, drei, weg.